So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2, aber diesmal Episode 1. Ich wollte nur mal ganz schnell was bei den Videoeinstellungen gucken. Ja, das geht. Yep. Ja, also herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Episode 1. Ja, ich habe ja Half-Life 2 beendet und ihr seht, da ist dieser komische Turm, der anscheinend ja explodiert ist und alles in Schutt und Asche gelegt hat. Und ich würde mal sagen, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Guck mal, wie viel. Das hat nur 5 Kapitel. The fuck? Episode 1 hat nur 5 Kapitel. Ugh. Okay, machen wir einfach ein neues Spiel und lassen uns einfach überraschen. YOLO. Hab ich überhaupt noch? Hallo? Hallo? Okay, mein Handy hat den Geist. Mein Handy hat das Geist, den Geist aufgegeben. Gott. Auf welcher Schwierigkeit spiele ich eigentlich? Okay. Jetzt kommt gleich wieder der G-Man wetten. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Das ist Dr. Sie haben Breen. so viel zerstört. Aber was haben Sie von mir gemacht? Fällt Ihnen überhaupt etwas ein? Dachte ich mir. The fuck? Oh. Oh, wo bin. Das ist die Szene, wo es explodiert ist. Oh mein Gott. The fuck? Retten die uns? Oh mein Gott, die retten uns. The fuck? Ey, die retten uns! Oh, was für geile Knechte sind das denn? Oh mein. Haha, Jimmy, du bist am Arsch! Sie haben mich von den G-Men befreit. Oh yeah, die Vortigons sind sowas von geil. Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik! Na. What the fuck? Zum Glück ist es nicht in 3D, aber. Also mit 3D-Brille und etc. etc. Hey, Doc! Das alles war ein Genie. Oh mein Gott! Ja! Oh! Sie hat mich umarmt! Ja, ich bin der glücklichste Mensch der Welt! Hey, das Gravitron! Gib es ihm Was? Du doch! hast das Gravitron? Oh! Nice! Nice! Yes! Schau, Gordon! Doc freut sich auch! Man Nein, bitte nicht du! Mich umarmen! Okay, Doc. Oh, das war so. Schön gewesen, dass du mich umarmt hast. Endlich hast du mich mal umarmt. Oh, das war so nice. Wieso redet die so leise? Gekommen sind. Ich erinnere mich nur noch. Ah! Ah! Aua! Schon viel besser. Ah, keine Dialoge. Oh mein Gott, ich brauche Dialoge. Da 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 alle. Eine Mordsexplosion und dann. Ja, das weiß ich ja schon, wie das geht. Und plötzlich wurde sie nicht dort aus dem Turm. Ja, diese Vortigons haben uns gerettet, ne? So, was muss ich hier jetzt machen? Oh! What the. Das ist Dad. Wir versuchen schon seit Stunden. Bam.
du wieder da bist. Yes. Komm schon. Melde dich. Yes. Bert, hörst du mich? Alex. Alter, das ist ja wirklich alles am... Oh nein. Oh, nice. Alex, wo bist du? Sag sie mal. Oh Gott, sag mir, dass du nicht in der Stadt bist. Noch nicht ganz. Was? Wir haben ihn gefunden. Du hast Gordon? Unfassbar. Hör zu, ihr zwei müsst unbedingt aus der Stadt raus. Die Zitadelle geht jeden Moment hoch. Das geschieht auf jeden Fall, fürchte ich. Der Prozess hin zu einer Entladung dunkler Energie hat sich laut Sensoren beschleunigt. Jeder in der Nähe würde energetische Einwirkung ausgesetzt, über deren Auswirkung ich noch nicht einmal spekulieren kann. Nähe züge unabsehbare Schäden auf. Keiner, es reicht! Dad? Oh je, Eli, tut mir leid, aber es gibt doch keinen Grund zur Panik. Alex ist jetzt bestimmt in Sicherheit. Nein, wir sind noch in der Zitadelle. Was? Oh je, so viel Zeit haben wir nicht. Der Kern steht unmittelbar vor dem Bruch. Man kommt nicht nah genug heran, ohne zunächst... Nun, nur ein direkter Eingriff am Kern könnte die Reaktion jetzt noch irrsinnig verzögern. Also hineingehen? Am Kern selbst, ja. Aber diese Option ist zu gefährlich. Die Kammer ist ein reiner Strahlenherd. Du hast doch den... Oh nein! Wenn wir einen Weg in die Zitadelle fänden, könnten wir vielleicht... Alex, nein! Aber Dad! Izzy, bring du sie zur Vernunft. Ich bedauere, Eli, aber anders geht es nicht. So könnten wir mehr Bürger evakuieren. Wir schaffen das, Dad. Okay, Alex, okay. Versprich mir, dass du keine unnötigen Risiken eingehst. Versprochen. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ich dich auch. Komm her! Komm her! Ich bin bald Mann! Keine Sorge. Nicht weinen, Alex, ich bin ja für dich da. Mal sehen, ob es vom Rand aus einen Weg hinein in die Zitadelle gibt. Ja, doch, könntest du mal kurz bitte das erledigen? Du bist doch so ein muskelbepackter Arschhund. Los, Hawk! Los, Doc! Du schaffst... Oh. Oh komm, jetzt beweg deinen Arsch. Okay, F6, yes. Wow. YOLO! Ich bin schon runtergesprungen. Achtung. Okay. Weg mit der Sch. Oh! Nein! Nein! Ah, fuck it! Oh! Schön vorsichtig. Fucking Auto! Ach, das war so ein Brett. Doc? Wo, Achtung, wo? Doc, alles okay? Er lebt, Gott sei Dank. Sie kann meine Gedanken lesen. Bist du nicht vielleicht erschreckt? Du bist kein Assassine, Doc, jetzt komm runter. Hör auf, dein scheiß Adlerauge einzusetzen. Komm, runter, sofort. Fuck. Wir müssen da reingehen. Scheiße, wie soll das denn gehen? Na doch. Was meinst du? Vorschläge? Ich habe irgendwie ein sehr ungutes Gefühl. Okay, Doc. Das hilft jetzt wenig. Du möchtest uns bestimmt nicht dahin schießen, oder? Irgendwie. Aber wie? Wie das mit dir? Da? Da, wo bist Fuck! Like a Assassine! Hab ich was gesagt? Da, was soll denn? Wow. The fuck?
Wow! Oh. Hey Dom, das war ganz schön knapp. The fuck? Ich sehe nicht, wie uns das weiterbringt. Mal langsam. Oh nein. Das meinst du doch nicht im Ernst. Du möchtest uns jetzt nicht da wirklich rüberschmeißen. Das wirst du nicht tun! Tja. Gordon, fällt dir was Besseres ein? Wen guckst du? Vertrauen wir ihm. Er weiß, was er tut. Okay. Ja, weißt du doch. Aha. Ich will, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Such Dad. Wir kommen später nach. Wow, 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 wow. Nein, nein, so geknuddelt möchte ich nicht. Ach komm her, Doc. Knuddel mich. Knuddel mich. Yes. Okay. Okay. Es wird alles gut. Nein, nein. Ah, ja. Ah, wo sind die Sitzgurte? Ah. Ah, ah. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Nein. 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 What the fuck? Phew. Hey, guter Wurf, Dog. Geh jetzt, mach schon. Du kommst schon gut. Oha. Was? Wow. What the fuck? No! The fuck! Oh! Hey, schneller raus, bevor die nächste Fahrt beginnt. Es wäre ziemlich nice, wenn ich auch eine Waffe haben würde, ne? Aber sehe ich hier irgendeine Waffe? Nein, anscheinend nicht. Scheiße, ich habe nur diese verdreckte verdreckte Gravitron habe ich. Okay, warte, ich möchte nur Dialoge sehen und nicht alles, habe ich gerade so bemerkt. Nur Dialoge. Alles zusammen. Yes. Like Selbstmörder. Wir gehen einfach hier so rein. Es wird nichts Böses passieren. Es ist was Böses passiert. Die Daten laden sich. Ah. 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 Geht doch. Es wird nichts Böses passieren. Es wird alles gut. Das sieht scheiße. Nein, nein. Wir müssen einen Weg zum Kern finden. Der Plan wäre. Okay, wie wär's mit hier? Alarmstufe rot. Was zum Teufel seid ihr denn für Dinger? Stalker? Stalker? Okay, strange. Das sieht irgendwie ziemlich verdächtig aus. Durchkommen. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass das was mit diesen Bällen zu tun hat. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, als ob ich diese Teile da reinstellen muss. Ich weiß, wie ich eine hier verwenden kann. Schau mal, ob du eine Monument findest.
Hallo, du bist doch bestimmt tot. Ach Gott, dammit. Ah, scheißen Dreck. The fuck, the fuck, the fuck! Hat mir total viel gebracht. Ah, okay. Runter damit. Oh yeah. Rollmöpse, ich brauche euch. Nein, nein, ah! Du hast einen. Fred hat mir gezeigt, wie man den Zielmechanismus umstellt. Etwas Saft an der richtigen Stelle und sie gehört zu uns. Halt sie so, dass ich dran komme. Da wären wir. Sie wird schneller detoniert, aber sie sollte schaffen, es zu uns. Bam! Bam! Das war geil. Jetzt können wir durch. Das Teil explodiert gleich. Gehen wir. Sorry, Stalker, aber es musste leider sein. Was hast du denn hier gemacht? I've got a stalker. What? Oh nein. Ah, die sind tot. Bekomme ich irgendeine Waffe von denen? Oh, keiner von denen hat eine Waffe. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. YOLO. Oh, what the fuck? Strange. Strange. Kommst du? Ah, okay. Es gibt immer irgendwo einen Weg. Oh nein. YOLO! Lauf, 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 lauf. Okay, gut. Kann ich endlich meine Waffe bekommen? Was geht da unten ab? Vielleicht gibt's ja hier ein paar nützliche Informationen. Komm schon, Bitch. Ich mach schon nichts unge... Nein, nein. Ich kann immer noch die Erde geben, wenn sie mir helfen. Wie zum Teufel hat der denn überlebt? Der Portalzielort ist unhaltbar. Senden Sie mich woanders hin. Ich könnte in dieser Umgebung nicht überleben. Ah. The fuck, Katze, geh runter! Was zum Teufel ist das denn? Was ist das? Was zum Teufel ist das denn?
I don't know, I don't know anything by this one. Nein. I don't know this kind of creature. Oh yeah. Ladedaten, los! Nein! Oh, ich bekomme wieder das blaue Teil! Yes! 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 Los, her damit! Her damit! Ich will es haben! Ich will es essen! Ich hab ne Waffe. Ich hab wieder eine geile Bitch-Waffe. Die Soldaten können jetzt kommen. Badum! So, die Soldaten werden können kommen. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich das hier nach da schießen muss. Das war so offensichtlich gewesen. Jump! Nein! Du! La 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 la. Und Jumpscare! Du gehörst mir! Deine Leiche fällt da runter! Bam! Oh, what the... Du! Ich kann dich nicht bekommen. Da rein. Da rein. La 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 la. Wo sind hier welche? Oh. Okay. Ey, du! Komm her! Ey, du! Bam! Mit der Leiche getötet. Und Jumpscare! Ey, du! The fuck? Wo? 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 Oh! Oh! Erschreck mich nicht. Ich hab gedacht, wir wären denen egal gewesen. Oh mein Gott. Rein da. Oh, das hat so ein fucking Schutzschild. Willst du mich verarschen? Like a boss. Ich bin so schlau, yeah. I am so badass. Okay, das hat sich wirklich schön angehört. The fuck? Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob die Macher hier bei der ersten Episode eine Menge Jumpscares gemacht haben. Guck mal, die machen so richtig geilen Breakdance. Wusstet ihr? Ah, lass mich durch. Jump. Oh, nicht ihr Viecher schon wieder. Oh nein. Nein, 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 komm her. Fuck, ich kann das Scheiß halt nicht zerstören. Wo ist Alex? Alexir. Wo zum Teufel ist sie denn? Ah. Los geht's. Nein, danke. Dun, 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 dun. Oh, das ging aber relativ schnell.
ein Stern, der deinen Namen trägt, was in den Wolken schwindet. Ein Stern, der deinen Namen trägt, was in den Wolken schwebt. Ach, keine Ahnung, wie der Text ist. Sieh mal hoch, Vorsicht! What the fuck? Das ist ja mal ein Riesenteil! Ein Stern, der deinen Namen trägt. Okay, runter. Was ist mit diesem Lift? Oh, fuck it. Wenn ich es finde, wo ich es machen kann. Bitch! Oh, fuck it. Kacke. Oh, Kackendreck. Ey. Oh, Scheiße. Yes. Like a boss. Oh oh. Da oben. Boah. Oh. 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 Oh, what the fuck? Boah, das. Oh, ja. Der heftigste Jumpscare, den ich jemals hatte in Half-Life. Oh. The fuck. Nein! Oh, Alter! Nochmal! Fuck! Ah, dieser scheiß Stalker! Stirb, motherfucking bitch! Geh verdammt nochmal an! Whoa, whoa, whoa! 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 The fuck, wie sieht's denn hier aus? Kopf einziehen, yes! Hallo! Das war so offensichtlich! Ah! Wo ist es eigentlich? Okay. So, dann würde ich mal sagen, hier beende ich dann meinen Part. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das erfahrt ihr alles in der nächsten Episode. Bei dem nächsten Part von Half-Life 2 Episode 1 wieder. Bis dann, Leute.